kurz jetzt als Vorbemerkung, ich habe dieses, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ob ich jetzt die Aufnahme auch hochlade, weiß ich jetzt noch nicht. Das können wir dann entscheiden, ob wir, also wie viel Gehaltvolles Neues wir hier wirklich besprochen haben. Wenn es jetzt nur Wiederholung ist oder Fragen, was drankommt, dann muss ich das, denke ich, nicht machen. Und natürlich gilt auch, wie im Allgemeinen, wenn Sie nicht wollen, dass es online zu hören ist, dann sagen wir Bescheid. Dann würde ich mal schauen, ob ich das auch rausschneiden kann. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Du? Nein. Dann viele Fragen. Wären wir offen für Ihre Fragen, falls Sie Fragen haben. Ja, bitte. Ich wollte Sie einmal bitten, ob Sie vielleicht zusammenfassen können, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem kritischen wertbasierten Test, der Testumfangkontrolle und dem P-Wert. Irgendwie auch alle ein bisschen zusammen. Ja. Ja. Wenn wir die Folien einmal dazu öffnen. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich würde mal dann noch in die Folien von Einheit 9 vielleicht gehen. Weil das da, glaube ich, am besten aufgeschlüsselt ist. Also für die T-Tests ist das ja eigentlich am detailliertesten behandelt worden, diese ganze Problematik mit Testgütefunktion, Testumfangkontrolle und so weiter. Wir schauen hier kurz mal rein. Können Sie nochmal sagen, was genau Sie unterschieden wissen wollen? Ja, ja, richtig. Mhm. Also, vielleicht nochmal so, um das auseinanderzunehmen, die Definition des Tests ist jetzt hier in der Einheit auf Folie 33. Und der Test, also ein kritischer wertbasierter Test, ist zunächst einmal nichts als eine Entscheidungsregel. Ja? Sie sehen, dass der zwei mögliche Werte hat, 1 und 0. Und dieser Test sagt im Grunde genommen nichts anderes als, der Wert soll 1 betragen, wenn ein kritischer Wert überschritten wird, und der Wert soll 0 betragen, wenn das nicht der Fall ist. Wobei 1 eben für die Ablehnung der Nullhypothese steht und das in Klammern Y hier andeutet, dass diese Entscheidung von den Daten abhängig ist. Ja, wir wollen ja unsere Testentscheidung immer auf Grundlage der vorhandenen Daten treffen. So. Und das Wichtige, um Verständnis, und was jetzt hier vielleicht an der Stelle auch der Knackpunkt ist, ist, dass dieser Wert K, der kritische Wert, beliebig gewählt werden kann. Ja? Also Sie können als K jeden Wert einsetzen, den Sie wollen. Sie bekommen natürlich für manche Werte schlechte Tests mit schlechten Eigenschaften. Und unser Ziel ist es immer, gute Tests mit guten Eigenschaften zu konstruieren. Aber im Grunde genommen steht dieser Wert K eben frei. Das sieht man dann hier auch auf der Folie mit den Abbildungen, Folie 35, die zeigt also hier die Testgütefunktion für drei verschiedene Werte von K. Ja? Also wir können K wählen, wie wir wollen. K gleich 1, K gleich 2, K gleich 3. Und je nachdem, wie wir K wählen, bestimmt, welche Anforderungen wir daran stellen, was passieren muss, damit der Test den Wert 1 annimmt, sprich die Nullhypothese abgelehnt wird. Also speziell ist es so, dass je höher der Wert K ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test den Wert 1 annimmt. Ja? Weil wir einen höheren kritischen Wert fordern, der überschritten werden soll. So. Und bei der Testumfangskontrolle machen wir jetzt genau das, worauf Sie hinaus wollen, nämlich den kritischen Wert K so festzulegen, dass es ein guter Test ist. Und was bedeutet hier in unserem Fall guter Test? Guter Test bedeutet, dass wir wenig falsch positive Entscheidungen treffen. Also dass wir in möglichst wenigen Fällen die Nullhypothese ablehnen, wenn die Nullhypothese aber erfüllt ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird als Signifikanzwerte bezeichnet und wird hier Alpha 0 genannt, manchmal auch nur Alpha. Und in der Regel ist es so, dass diese Wahrscheinlichkeit klein sein soll, aber nicht null. Wir können nicht erreichen, dass diese Wahrscheinlichkeit null wird.
weil dann würden wir die Nullhypothese niemals ablehnen und dann würden wir auch keine informativen Aussagen über die Welt treffen können. Deshalb wird Alpha 0 normalerweise auf einen kleinen Wert festgelegt, der aber nicht 0 ist. 5% zum Beispiel, 0,5. So. Und wenn wir das Alpha 0 dann so festlegen, dann impliziert das einen bestimmten kritischen Wert, der wird dann K-Alpha 0 genannt, ist also ein spezielles K, vorher war K frei, jetzt haben wir ein spezielles K, der dann dafür sorgt, dass der Test eben die Nullhypothese nur in Alpha 0% Fällen ablehnt, von den Fällen, in denen die Nullhypothese erfüllt ist. Ja, bei dem P-Wert gehen wir im Prinzip einen anderen Weg. Also, wenn man jetzt streng sich an dieses Signifikanz-Level-Schema hält, dann ist es so, man bestimmt den kritischen Wert, man schaut, ob er überschritten wird oder nicht, man lehnt die Nullhypothese ab oder nicht. Fertig. So. Oft will man aber auch darüber hinausgehen und eine Aussage machen, welches ist denn das kleinstmögliche Signifikanzlevel, was wir benutzen könnten, sodass die Nullhypothese abgelenkt wird. Ja? Also es ist häufig so, dass der P-Wert halt unter 0,05 fällt und dann ist die Nullhypothese abgelehnt, schön. Aber manchmal will man eben noch eine Aussage darüber machen, ich sage jetzt mal etwas umgangssprachlich, wie doll die Nullhypothese abgelehnt wird. Und das ist das, was der P-Wert kann. Und der P-Wert... Beim P-Wert machen wir dann Folgendes. Wir schauen, welches ist das kleinste Signifikanzlevel, Alpha, das einen kritischen Wert ergeben würde, bei welchem der Test noch abgelehnt wird. Also in der Regel, wir suchen das Alpha, was den kritischen Wert ergibt, der der Teststatistik entspricht. Weil wenn der kritische Wert gleich der Teststatistik ist, dann ist das der kleinste kritische Wert, mit dem wir mit der T-Statistik zum Beispiel diesen kritischen Wert überschreiten würden. Und das heißt, hier wird dann also für den kritischen Wert die Teststatistik eingesetzt, also die beobachtete Teststatistik, klein t, und daraus wird ein hypothetisches Signifikanzlevel errechnet, was das kleinstmögliche Signifikanzlevel ist, unter dem wir die Nullhypothese noch abgelenkt haben. Und das wird dann als P-Wert bezeichnet. Hast du noch Ergänzung? Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Kannst du kurz auf Folie 29 gehen? Ja, vielleicht, was hilft nochmal dafür, um das auseinanderzuhalten, ist, dass, wenn man sich überlegt, dass alles, was bisher passiert, also wenn man sich jetzt so die Testumfangkontrolle anschaut, das ist noch bevor wir die Daten überhaupt angeguckt haben, theoretisch. Sondern wir sagen jetzt erstmal, wir konstruieren einen Test, wo wir definieren, wann lehnen wir jetzt die Hypothese ab oder nicht. Und da sagen wir jetzt nur mal, was ist jetzt der Ablehnungsbereich und was ist der Annahmebereich. Also annehmen wir jetzt die Nullhypothese annehmen. Bis dahin haben wir jetzt theoretisch jetzt die tatsächlichen Datenwerte, mit denen wir ja den T-Wert berechnen, die tatsächliche T-Teststatistik, noch gar nicht unbedingt angeguckt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal diesen Bereich, in dem wir sagen, was ist der kritische Wert, ab dem wir jetzt die Hypothese annehmen würden oder nicht. Wenn wir jetzt tatsächlich eine T-Teststatistik ausgerechnet haben mit den Daten, die wir haben, also mit der T-Teststatistik, die ihr kennt, dann haben wir einen konkreten Wert auf der Verteilung, einen konkreten T-Wert und davon dann haben wir auch einen konkreten P-Wert, der auf den Daten basiert, die wir angeschaut haben. Macht das Sinn? Ja. Also quasi beim P-Wert haben wir dann tatsächlich schon einen P-Wert, der basiert auf den Daten. Der kritische Wert basiert noch nicht auf den Daten. Also ich versuche mal gerade das hier noch ein bisschen abzuzeichnen. Und um das nochmal klarer zu machen. Wenn das jetzt hier die Teststatistik ist, auf der X-Achse, und wir tragen auf der Y-Achse ab, die Verteilung der Teststatistik unter der Nullhypothese, dann basiert das kritische Wert basierte Verfahren darauf, dass wir Grenzen festlegen. Die werden hier K-Alpha-0 und Minus-K-Alpha-0 benannt.
Und diese Grenzen sollen so festgelegt sein, dass diese Fläche hier, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir T-Statistiken extremer als diese Werte beobachten, Alpha 0 beträgt. Ja? Also beides addiert. Genau, genau. Also das hier was Alpha 0. So. Und diese Festlegungen können wir eben da festgehalten, unabhängig von den Daten treffen. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir Daten analysieren, unser T-Wert vielleicht irgendwie hier landet. Und mit dem T-Wert berechnen wir jetzt, mit dem P-Wert berechnen wir jetzt folgende Fläche. Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik extremer ist als der von uns beobachtete Wert. Und das ist der P-Wert. Oder genauer genommen auch wieder P-Halbe. P-Halbe liegt hier und P-Halbe liegt hier. Vielleicht auch noch der Tipp, also vielleicht, ich habe sie selber gerade nochmal aufgemacht, die Folien von im letzten Semester, da ist auch nochmal genauer aufgedröselt, was Ablehnungsbereich ist und was war das andere, kritischer Bereich bei den Hypothesentests, Einheit 11. Welche Einheit ist das von BTW? Einheit 11, okay. Hypothesentest, da ist auch nochmal ganz generell die so Testkonstruktion definiert. Ich hilf mir wiederholen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Ich habe eine Frage bei der Eva, bei der Quadratzimmerzerlegung. Ich war mir da nicht ganz sicher, mit irgendwie, so wie ich es verstanden habe, auf den Folien da stand, bei der Total Sum of Squares und der Within Sum of Squares die gleiche Formel. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das so richtig war. Oder wie sich das erklärt, weil es ja auch verschiedene Sachen ausdrücken soll. Mhm. Also es ging um einfaktorielle Varianzanalyse. Ja, die Quadratsumzerlegung. Die Quadratsumzerlegung. Bei der Total, ja. Dass die Formel gleich war, was ich nicht ganz verstanden hätte, hatte, weil es ja verschiedene erklären sollte. Ja, Sie übersehen hier einen Index. Also hier steht y quer und da steht yi quer. Und was das ist, ist hier oben in den ersten beiden Gleichungen definiert. Achso. Also im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, ich versuche jetzt hier mal so einen Beispieldatensatz anzumalen. Ja. Wir gehen mal hier auch von dem Fall aus, dass wir jetzt mit drei Gruppen zu tun haben. Die Datenpunkte könnten wie folgt aussehen. Ja. Und dann hat man einmal die Gruppen, Stichprobenmittel. Die werden hier y-Quer genannt. Und man hat das Gesamtstichprobenmittel. Das ist also der Durchschnitt über alle Datenpunkte. Das wird hier das Gesamtstichprobenmittel genannt. Könnte jetzt hier in meiner Zeichnung vielleicht hier so liegen. Ja? Und die Idee ist, dass man in diesen Quadratsummen bei der Total Sum of Squares immer von dem Gesamtstichprobenmittel subtrahiert, quadriert, aufsummiert und bei der Within Sum of Squares nur von den Gruppenstichprobenmitteln. Und da die Gruppenstichprobenmittel im Grunde nie alle gleich sein werden, ist die Within Sum of Squares dann in der Regel kleiner als die Total Sum of Squares. Ja? Frage beantwortet? Ja. Bitte? Ich habe noch eine Frage zu zweifaktorieller Varianzanalyse, ja. Folie 29. Ich habe nicht ganz verstanden, was die Brüche, also wieso die da sind.
ja. Das ist das Theorem, was wir nicht bewiesen haben. Ja? Achso, nur zum Verständnis, Sie meinen jetzt hier die Brüche 3 Viertel, 1 Viertel, 1 Viertel? Genau, warum die jetzt genau da stehen? Naja, also die Antwort darauf wäre der Beweis. Also die Antwort ist im Grunde nicht zufriedenstellend, das kann ich verstehen. Aber ich hatte ja bereits in der Vorlesung darauf hingewiesen, dass dieses Modell, dass der Wetterparameterschätzer dieses Modells, also ohne Interaktion, additive Varianzanalyse, etwas sperrig ist. Und dass sich dann für das Modell mit Interaktion schönere Parameter, Wetterparameterschätzer ergeben. Und das liegt daran, dass eben wir hier in dem Fall 4 Gruppen haben, also 2 mal 2 Zellen, und wir die auf 4 Parameter reduzieren. Und deshalb kriegen wir hier sehr schöne Formeln und deshalb kriegen wir hier nicht so schöne Formeln. Wie jetzt speziell die Brüche 3 Viertel, 1 Viertel, 1 Halb und so weiter zustande kommen, dafür müssen Sie in den Beweis kommen, in den Beweis schauen. Also die Ursache wird darin liegen, dass wir hier diese Matrix haben, x transponiert x invers. Und wenn wir x transponiert x berechnen, dann ist das hier wieder so eine Kombination von 1, 0 Vektoren, die miteinander multipliziert werden. Und das ergibt dann im Falle eines balancierten Designs eben die Formel, die hier unten steht. Und wenn man diese Matrix invertiert, dann kommen hier diese Zahlen raus. 3 Viertel, minus 1 Halb, 1, minus 1 Halb und so weiter. Und kurz gesagt sorgt die Inverse dieser Matrix dann dafür, dass diese Brüche auch in die Formel des Beta-Parameterschätzes reinkommen. Ja. Ist das eine Selbstkontrollfrage, den Beta-Parameterschätzer wiedergeben zu können? Ja, so, ich habe den bei mir drin. Die ich Ihnen geben kann. Das liegt in der Natur der Sache begründet. Mathematik sozusagen. Ja. Bitte. Ich beziehe mich noch auf Vorlesung 2. Ja. Folie 11. Das ist einfach nur die Mechanik der Kovariationstherme. Die dritte Selbstkontrollfrage war einmal, waren der Stichprobenkorrelation in hohen absoluten Werten, hohen positiven Werten, hohen negativen Werten und niedrigen Werten. Ne? Ja. Und ich hatte mal so zum Vergleich in die in das Tutorium geschaut, ja, und bin etwas verwirrt. Ich glaube, vielleicht halt auch ein Denkfehler. Und zwar geht es bei dem hohen absoluten Wert, lautet die Antwort, hoher absoluter Wert. Andersrum. Genau. Ein hoher absoluter Wert wird mit häufiger Abweichung der x, y und y von den Mittelwerten und prinzipiell niedriger Wert keine häufigen Abweichungen. Und jetzt stelle ich mir das einfach nur bildlich vor und denke mir so, die Punktewolke um die sozusagen Ausgleichsgrade herum ist ja dann relativ weit gestreut und jetzt verstehe ich irgendwie nicht, wie keine häufigen Abweichungen, also wenn die irgendwie alle sehr nah beieinander liegen, für einen niedrigen Korrelationswert bei 0 sprechen, nämlich andersrum, weil ich gedacht hätte, dass dann eine sehr breite Verteilung sein müsste. Es geht gerade um absolute Werte, oder? Genau, also wie man dann den Betrag schreibt. Also einmal um prinzipiell niedrige und dann war die Frage, selbst mit der Frage hoher absoluter Wert.
Also der Stichprobenkorrelationskoeffizient bewegt sich ja immer zwischen minus 1 und plus 1. Ja. Und ein hoher absoluter Wert würde bedeuten, dass der halt deutlich größer 0 ist. Oder man könnte vielleicht auch sagen, mal 1. Ja. Ich habe jetzt das nicht vorliegen, was Sie da zitieren, aber mir scheint, da fehlt ein Wort. Also da fehlt, maßgeblich für diese Selbstkontrollfrage ist ja die Folie hier, Folie 11. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, aber hier steht ja richtungsgleiche und richtungsungleiche Abweichung. Mhm. Und das ist der Schlüssel. Also wenn wir also Datenpunkte haben, die hier im oberen rechten Quadranten oder im unteren linken Quadranten liegen, die führen zu einer hohen positiven Korrelation. Und wenn wir Abweichungen haben, die hier im oberen linken und unteren rechten Quadranten liegen, also richtungsungleiche Abweichungen, führen die zu einer hohen negativen Korrelation. Und das heißt, ein prinzipiell niedriger Wert würde sich aber ja auf keine Richtung beziehen, weil es ja dann praktisch irgendwie in der Mitte gestreut wäre. Mit einem niedrigen Wert meinen Sie jetzt einen Wert, der bei 0 liegt, negativ oder positiv? Genau. Ja. Mhm. Also es braucht quasi ein exklusives oder? Also es muss ein entweder richtungsgleiche Abweichungen oder richtungsungleiche Abweichungen sein. Häufige, ja. Mhm. Aber jetzt nicht beides gleichzeitig, weil dann ist es ja wieder random gestreut. Das ist dann das, was du dir, glaube ich, gerade vorgestellt hast. Wenn man jetzt das Wort komplett weglassen würde, das wäre das, genau. Also es muss ein entweder oder sein. Okay, und das heißt, ein hoher absoluter Wert wäre entweder häufige Richtungsgleiche oder häufige Richtungsungleiche. Mhm. Und dann gibt es nochmal die Unterscheidung negativ-positiv und dann gibt es eben noch den niedrigen Wert bei 0, der ist irgendwie gestreut. Man kann von Folie 12, darf ich kurz? Mhm. Also man kann sich diese Streudinger hier eigentlich quasi so vorstellen, wie jetzt auch hier das beschrieben ist. Diese Mechanik. Also dass da dann quasi viele Punkte sind oder da unten. Ja. Also quasi das wäre dann ungleich gleich. Ja. Und ich glaube, in der Vorlesung hatte ich auch gesagt, wenn die Punktwolke so in der Tendenz nach rechts oben zeigt, ist es vermutlich eine positive Korrelation. Wenn sie in der Tendenz nach rechts unten zeigt, ist es eine negative Korrelation. Und da hohen absoluten Werten würde ich jetzt sowas verstehen wie 0,8 und minus 0,8. 0,01 und minus 0,01 wären keine hohen absoluten Werte. Das wären niedrigere absolute Werte. Okay. Ja, dann ist vielleicht die Ausführung in dem Tutorium etwas oder ich fühle es zu falsch. Okay. Ja? Das heißt, absolut niedriger, also Werte um 0, sind dann, wenn es zwar schon Abweichungen gibt, aber man jetzt nicht zuordnen kann, ob es häufiger richtungsgleich ist oder richtungsungleich, sondern wenn es halt rundgespalten ist, so wie jetzt in der Mitte da. Genau. Weil die sich dann quasi ausgleichen. Also nicht, wenn weniger Abweichungen da sind, sondern wenn man es einfach nicht zuordnen kann, ob es jetzt richtungsgleich oder richtungsgleich ist. Ja, also man könnte sagen, wenn sich halt richtungsgleiche und richtungsungleiche Abweichungen ungefähr die Waage halten. Aber natürlich muss man da immer auch noch ins Verhältnis sehen, wie hoch sind die Abweichungen. Ja? Man kann vielleicht wenige richtungsgleiche Abweichungen haben, die dann sehr stark ins Gewicht fallen, und viele richtungsungleiche, und dann kommt es doch zu einer hohen Korrelation. Aber im Grunde genommen hier in der mittleren Zeile und insbesondere im mittleren Panel haben wir halt Fälle, wo wir sehen, dass die Punktwolke überhaupt gar keine Tendenz hat, irgendwo hinzuzeigen, und im Sinne der vorherigen Folie alle vier Quadranten etwa gleichmäßig belegt werden. Und das führt dann eben zu einer geringen absoluten Korrelation. Vielleicht noch ein Extrembeispiel anzubringen. Es könnten ja auch trotzdem alle richtungsgleich sein, alle Abweichungen, aber halt so gering, dass dann der absolute Wert der Korrelation trotzdem sehr klein ist. Also dass es ein geringer absoluter Wert ist, auch wenn alle ungleich, richtungsgleich oder alle richtungsungleich wären, aber der Wert ist, der Abweichung ist jetzt sehr gering. Weißt du was? Was, eine Frage oder? Ja, bitte. Auch noch bei Eva, bei der einfaktoriellen Variante. Ja. Einfach nochmal eine Verständnis.
Also wir hatten ursprünglich diese Erwartungswert-Parameter-Darstellungsform, ja? Und die lehnt sich sehr stark an den zwei Stichproben-T-Test. Wir haben eine bestimmte Anzahl Gruppen P und wir haben für jede dieser Gruppen einen Gruppenerwartungswert-Parameter mu i, wobei i von 1 bis p geht. Und dieses Modell, wenn wir es so formulieren würden, und wir könnten das auch in Designmatrixform angeben, wäre komplett analog zum Zwei-Stichproben-T-Test, wo wir diese Block-Diagonal-Matrix mit den Einsen, Nullen haben. Aber in Vorbereitung auf die zweifaktorielle Varianzanalyse wählen wir dann eine andere Darstellung, in der wir nicht den Gruppenerwartungswert jeder Gruppe durch Parameter beschreiben, sondern in der wir den Gruppenerwartungswert einer Referenzgruppe beschreiben und dann, wie sich alle anderen Gruppen relativ zu diesem Wert verhalten, im Hinblick auf ihren Erwartungswert. Und so kommt dann diese Formel hier zustande: der Erwartungswert der i-ten Gruppe, μi, wird modelliert als μ0, das ist der Erwartungswert der Referenzgruppe, plus Alpha i, also einem Effektparameter, der dann die Stärke angibt, in der die i-te Gruppe von der Referenzgruppe abweicht. Und erst dadurch, dass wir dann Alpha 1 auf 0 setzen, wird dieser Parameter μ0 zum Erwartungswertparameter der ersten Gruppe. Und für alle anderen Gruppen, das heißt die Gruppen 2 bis p, ist es dann so, dass Alpha i die Abweichung der jeweiligen Gruppe von der Referenzgruppe beschreibt. Es wäre also auch äquivalent, also so habe ich es auch gut in Richtung gerecht verstanden, aber es wäre dann auch äquivalent dazu, dass man auch in der Formel statt μ i definiert μ 0, μ 1 plus Alpha i schreiben könnte. Ja, wenn man so definiert. 1 wird dann auf μ 0 festgelegt, was bedeutet, dass μ 0 μ 1 ist. Ja. Genau, und das ergibt sich aus der Festlegung des Effektparameters Alpha 1 als 0, was eben gemacht wird, um die Überparametrisierung zu verhindern. Ja? Okay. Ja? In den letzten Jahren haben sich die Klausurfragen ja untereinander schon sehr geähnelt. Also in den letzten Jahren hat ja Professor Oswald diese Vorlesung gegeben und diesmal wir. Und ich habe, so viel kann ich, denke ich, sagen, bei der Vorbereitung der Klausurfragen mir explizit nicht die Klausurfragen der letzten Jahre angesehen, weil ich natürlich auch unseren Fragenpool erweitern will. Aber inzwischen habe ich die mir angesehen und ich würde sagen, dass sie vom Schwierigkeitsgrad sehr vergleichbar sind. Ich glaube, dass von der Formulierung her vielleicht eine größere Variabilität vorliegt. Also in der Klausur vom letzten Jahr habe ich das zumindest gesehen, dass oft die Frage ist, welche Aussage trifft zu, welche Aussage trifft nicht zu. Und das ist in dem Fall ein bisschen offener gehalten. Ja? Also zum Beispiel sollten Sie irgendwie in der Lage sein, für bestimmte Angaben von Anzahl Gruppen, Anzahl Beobachtungen und so weiter, die Dimension einer Designmatrix anzugeben. Wie viele Spalten, wie viele Zeilen hat die Designmatrix dieses oder jenes Designs für eine bestimmte. Und das ist dann halt eine eher offene Frage, als so eine Frage wie, welche Aussage trifft zu. Aber ansonsten sind die sehr ähnlich und orientieren sich natürlich auch an den Selbstkontrollfragen. Ja? Also es gibt nicht nur Multiple-Choice-Fragen, sondern auch offene. Doch. Also die Fragen, die ich eben beschrieben habe, das sind auch Multiple-Choice-Fragen, in denen dann eben mehrere Zahlen oder Formelsymbole vorgegeben sind, aus denen Sie ein richtiges auswählen. Und es sind auch immer vier Antwortmöglichkeiten? Es sind immer vier Antwortmöglichkeiten und es ist immer nur eine dieser Antwortmöglichkeiten korrekt. Und das Format ist das gleiche? Das Format ist absolut identisch. Es sind auch 30 Fragen. Und wenn Sie das Gefühl haben, es müssten eigentlich zwei Antworten richtig sein,
dann halten Sie sich an die alte Regel, dass Sie die Antwort auswählen, die am ehesten wahr ist. Ja, das wird Sie dann vermutlich zu der in Wahrheit richtigen Antwort führen. Ja. Ich glaube, es waren auch zwei Fragen so mit Programmier-, also Code-Snippets. Mhm. Das ist ja eigentlich das andere Modul. Jetzt ist die Frage, ob jetzt auch sowas abgefragt wird oder ist es wirklich dann nur so die mathematische Theorie dahinter. Ja. Also Programmierfragen haben wir eigentlich in der Klausur von der anderen Veranstaltung genug, Analyse und Dokumentation. Ich habe jetzt sowas nicht vorgesehen für diese Klausur. Okay. Weil es hier schon darum geht, die konzeptuellen Grundlagen zu verstehen. Okay, also müssten wir jetzt keine Erbbefehle kennen, weiß ich nicht. Also ich meine, wir müssen es ja eh lernen für das andere Modul, aber eine Matrix zu erstellen und sowas müssen wir jetzt nicht erkennen in einem Code-Sample oder was auch immer. Nö. Okay, gut. Nö. Es gibt keine Fragen, die sich auf R-Code-Snippets beziehen. Aber es gibt Fragen, die sich auf Matrizen beziehen. Ja? Also Sie sollten wissen, wie man mit Matrizen umgeht. Wenn Sie Fragen zur Matrizenrechnung haben, können wir da natürlich auch gerne nochmal in die Folien gucken. Da geht es um Skizzieren. Ja. Und da, das sind ja dann auch die Fragen, also die Beweise, wo es dann ja auch irgendwie, wo man tatsächlich irgendwie einzelne Schritte rausnehmen kann, um auch verbal zu beschreiben, okay, daran liegt es, dass wir am Ende dann dazu kommen. Ich glaube, sowas irgendwie so mit immer verstanden haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es quasi einen Beweis, den Sie wirklich auswendig kennen müssen, und das ist der Beweis des Bayes-Theorems im ersten Semester. Und hier ist es so in dieser Vorlesung, dass häufig die Frage lautet, skizzieren Sie den Beweis? Und also ich habe mir diese Selbstkontrollfragen nicht ausgedacht, aber so, also wenn ich die lese, dann würde ich denken, das bedeutet, dass man den ungefähren Verlauf dieses Beweises wiedergibt. Ja? Beispiel Ausgleichsgraden, also Parameter der Ausgleichsgrade in einfacher linearer Regression. Es gibt eine Funktion Q-Beta. Diese Funktion beschreibt die quadrierten vertikalen Abweichungen der Datenpunkte von der durch die Gerade vorhergesagten Werte. Um diese Funktion zu minimieren, müssen wir sie ableiten, die Ableitung 0 setzen, die Ergebnisse werden die Ausgleichsgrade darunter sein. Das wäre also so das Skizzieren eines Beweises, würde ich sagen. Ja, also was der Maximum Likelihood Schätzer wäre, ist dann... Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade eine Frage war, aber das könnte man auch einfach runterbrechen. Man braucht die Likelihood-Funktion, maximieren, braucht man Ableitung. Also wir sind einfach mit dem Format der Klausur sehr eingeschränkt darin, wie wir Beweise abfragen können. Also im Prinzip gar nicht, weil wir können Sie ja nicht bitten, da Herleitungen vorzunehmen in der Klausur. Ja. Und aus dem Grund wird es keine offene Frage geben, die lautet, führen Sie den Beweis sowieso. Hier. Also auch nicht von, wie man jetzt von der einen Zeile zur nächsten Zeile kommt. Also den Detailgrad. Ja, genau, das war der, den ich meinte. Hier skizzieren Sie den Beweis des Theorems zur Ausgleichsgraden Nummer 6. Es geht darum, die Schritte dieses Beweises zu kennen, ja, wie man den Beweis formen wird. Und in dem Fall ist es eben einfach, weil wir suchen Werte, wie auch durchs Theorem angegeben wird, die eine bestimmte Funktion minimieren, und Sie wissen ja schon aus dem Mathematikunterricht an Schule, dass um eine Funktion zu optimieren, man Ableitungen bilden muss.
Sind denn alle Fragen, die Sie zu Matrix-Operationen haben, aus Ihrer Sicht schon geklärt? Wissen Sie, wie man Matrizen addiert, subtrahiert, skalar multipliziert, miteinander multipliziert? Oder sollten wir uns das vielleicht nochmal anschauen? Ja. Erstmal mal die Inverse machen. Ja. Also wir haben ja, wie Sie wissen, keine Methode kennengelernt, mit der wir die Inverse einer Matrix ermitteln können. Aber wir haben eine Methode erlernt, mit der man überprüfen kann, ob eine Matrix die Inverse ist. Und dazu haben wir hier, glaube ich, auch ein Beispiel gehabt. So. Zeigen, dass das, was hier A invers heißt, eine Inverse der Matrix A ist. Ja. Durch Matrixmultiplikation müsste der. Also das, was da in der Mitte steht, wie fällt es gerade ein? Einheitsmatrix rauskommen. Also einmal von links, einmal von rechts. Ja. Wir müssen die Matrizen miteinander multiplizieren und muss was Bestimmtes rauskommen. Nämlich die Einheitsmatrix. Und die Einheitsmatrix ist eine Matrix, die auf der Diagonale Einsen hat und sonst überall. Woher wissen wir, dass diese Matrixmultiplikation definiert ist? Ja? Weil sie die gleiche Dimensionalität haben. Ja, in diesem Fall haben die sogar komplett die gleiche Dimensionalität. Was wäre erforderlich für Matrixmultiplikation? Die erste muss so viel spalten wie die zweite Zeit hat. Genau, das ist in diesem Fall sind das quadratische Matrizen, deshalb ist das klar, aber die Anzahl der Spalten der ersten muss mit der Anzahl der Zeilen der zweiten übereinstimmen. So, dann haben wir das Ergebnis davon. Wie ergibt sich das Ergebnis der Matrixmultiplikation? Nehmen wir mal jetzt den Eintrag 1,1 dieser Ergebnismatrix. Ja? Zeile mal Spalte. Zeile mal Spalte? Welche Zeile mal welche Spalte? Ja, dann erste Zeile, wenn es um 1,1 geht, wäre es dann erste Zeile mal die erste Spalte. Richtig. Heißt also hier, erste Zeile mal erste Spalte. Wäre also 0,8 mal 2 ist 1,6. Und minus 0,2 mal 3 ist minus 0,6. Ergibt also 1,6 minus 0,6. So, dann würde man das Ganze für die restlichen Einträge durchführen. Das heißt, für den Eintrag 1, 2 wäre es erste Zeile, zweite Spalte. 0,8 mal 1 sind 0,8. Minus 4 mal 0,2 sind 0,8 minus 0,8. So. Eintrag 2,1 wäre zweite Zeile, erste Spalte, 0,6, minus 0,6 mal 2 sind minus 1,2, plus 0,4 mal 3 ist plus 1,2. Und dann haben wir noch den Eintrag 2,2, dafür bräuchten wir zweite Zeile, zweite Spalte, minus 0,6 mal 1 sind minus 0,6 plus 0,4 mal 4 sind 1,6, also minus 0,6 plus 1,6. Und wenn wir jetzt diese Summen hier ausrechnen, dann sehen wir, da kommt die Matrix 0, 1, Entschuldigung, 1, 0, 0, 1 raus. Ja. Da wir das nur von
Also falls Sie in der Klausur überprüfen müssen, ob welche Matrix eine Inverse von einer anderen ist oder was das Ergebnis der Multiplikation zweier Matrizen ist, dürfen Sie natürlich sich Notizen machen. Also Sie sollten dann leere Blätter dabei haben. Keine Blätter, auf denen irgendwas anderes ausgedruckt ist. Ja. Ja, im letzten Jahr war es so, dass Professor Oswald die Blätter gestellt hat. Ah, guter Hinweis. Okay, dann schreibt mir das mal auf. Die waren aber vor Ort in uns. Mhm. Also, das sind nicht mehr. Okay. Ja, ich. Und jetzt mal. Ich hätte noch eine Frage zur positiv definierten Matrix. Das war für Mathe. Die zweite, ist das eine Bedingung? Oder auf jeden Fall, also ich muss erstmal eine quadratische Matrix vorlegen. Und die ist dann positiv definiert, erstmal wenn sie symmetrisch ist, also wenn das Transponierte gleich der eigentlichen Matrix ist. Und die zweite Bedingung, also die ist irgendwie, finde ich, nicht ganz intuitiv, wieso am Ende das Transponierte von x mal diese Matrix mal x größer 0 sein soll. Was, also was hat das mit positiv definiert auf sich? Ich glaube, das kannst du besser beantworten, Joa. Also was ist diese letzte Bedingung? Also x transponiert cx größer 0. Ja, also ich versuche mir jetzt gerade so ein Beispiel, ein analoges Beispiel in den reellen Zahlen zu überlegen, an dem man das vielleicht nachvollziehen kann. Wenn wir jetzt in den reellen Zahlen, nehmen wir mal an, wir betrachten 1 mal 1 Matrizen, ja? Dann wäre C also eine Zahl und X wäre auch eine Zahl, also ein 1-elementiger Vektor, wenn man so will. So. Und jetzt ist es so, jetzt betrachten wir mal den Term x transponiert, c, x, für den Fall, dass n gleich 1 ist. Dann ist x eine Zahl, c ist auch eine Zahl, nämlich mal klein c, und x ist wieder eine Zahl. Und das könnte man dann noch schreiben, cx². So. Und wenn jetzt c positiv ist, dann wäre auch cx² positiv. Wenn c negativ ist, wäre auch cx² negativ. Ja? Und was man hier hat mit dieser Bedingung, x transponiert groß cx größer 0, ist ein Analog dazu für Matrizen. Also man versucht quasi einen Begriff für die Positivheit von Matrizen zu finden. Und der wird dann so formuliert. Irgendwann in der Vorlesung habe ich mal gesagt, Quadrieren von Vektoren ist immer den Vektor transponieren und mit sich selbst multiplizieren. Auf diese Weise kommt das x transponiert x da zustande. Und ja, also besser kann ich es auch nicht sagen. Das ist halt so eine Bedingung für die Positivheit von Matrizen und das wird dann positiv definitness genannt. Und hier ist dann so, wenn man das immer auf die reellen Zahlen zurückblickt oder zurückbricht, dann kriegt man so ein bisschen Hintergrund dafür, warum die Wahl der Definition so getroffen wurde. Ja? Ist es wichtig, dass in einer positiv definierten Matrix keine Nullen stehen? In einer positiv definierten Matrix stehen keine Nullen? Das würde ich nicht sagen. Also meines Erachtens wäre die Einheitsmatrix auch eine positiv definierte Matrix. Ja? Ich glaube ja. Und meinst du vielleicht, weil das für das x dasteht? Also das x soll halt kein nuller Vektor sein. Das ist nicht die Matrix. Die Definita bezieht sich auf die Matrix C.
stimmt. Also im Prinzip haben wir jetzt keine Methode erlernt, mit der sich das belegen lässt. Also Sie können natürlich immer leicht die erste Bedingung überprüfen, ob sie symmetrisch ist, weil Sie ja wissen, was Symmetrie bedeutet. Transponierte Matrix ist gleich Matrix selbst. Diese Bedingung lässt sich nicht so leicht überprüfen. Es gibt Fälle, wo das relativ einsichtig ist. Beispielsweise erinnern Sie sich, dass wir im Beweis für den den Beta-Parameter-Schätzer, der die Summe der Ausgleichsquadrate minimiert, da haben wir so einen Term einmal benutzt. Z transponiert, X transponiert, XZ. Und in diesem Fall ist es leicht, naja, also leicht, relativ leicht, zu sehen, dass das immer positiv sein muss, weil man das umschreiben kann mit Hilfe der Kombination von Matrixmultiplikation und Transposition in XZ transponiert XZ. Das heißt, wir haben hier einen Vektor, der transponiert wird und dann mit sich selbst multipliziert wird. Und das Ergebnis davon muss immer positiv sein, weil egal welche Zahlen der Vektor beinhaltet, es werden immer zwei negative miteinander multipliziert oder zwei positive miteinander multipliziert. Und das führt dann dazu, dass das Ergebnis immer positiv ist. Also beispielsweise, wenn wir jetzt hier einen Vektor haben, minus 1, 3, 5, und wir multiplizieren dann mit minus 1, 3, 5, kommt dabei raus, minus 1 mal minus 1, plus 3 mal 3, plus 5 mal 5 sind 35. Das heißt, egal wie die Zahlen in einem Vektor sind, wenn man ihn mit sich selbst transponiert und dann mit sich selbst multipliziert, wird das Ergebnis immer positiv sein. Für eine beliebige Matrix lässt sich das nicht so leicht entscheiden. Und wenn ich Ihnen jetzt eine Matrix hinschreibe, 1, 2, 3, 4, dann könnte man vermuten, dass die positiv definiert ist, weil die nur positive Einträge hat. Aber wenn ich jetzt so eine Matrix hinschreibe wie 1, minus 1, 2, 3, minus 4, wüsste man jetzt nicht sofort, ob die positiv definiert ist, weil man ja diese Bedingung 2 hier, das x transponiert cx, nicht so ohne weiteres überprüfen kann. Daraus können Sie für sich schlussfolgern, dass Sie Bedingungen kennen müssen, aber vermutlich keine Matrix gezeigt bekommen, für die Sie das dann sagen müssen, ob die Bedingung erfüllt ist. Die Diagonalität sagt Kontrollfrage 14. Ah, okay. Ja, geben Sie die Definition einer diagonalen Matrix wieder. Also die kann ich wiedergeben, aber irgendwie ein bisschen möchte ich ja auch wissen, wofür man die braucht. Und ich glaube, später haben wir, also ich habe nicht nochmal gesehen, dass wir später nochmal die diagonalen Elemente irgendwann gebraucht haben. Naja, also wenn wir würden ein Beispiel einfallen. Welches denn? Kovarianz-Matrix-Parameter. Genau, sphärischer, ja. Zum Beispiel, oder wenn man jetzt einfach nur sagt, wo stehen die Varianzen drin, stehen die nicht diagonal. Stimmt. Ja. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird sich tatsächlich wenig auf den Begriff der diagonalen Matrix bezogen. Man könnte natürlich sagen, dass diese Matrix hier, Sigma Quadrat, IN, dass das eine diagonale Matrix ist, aber die ist irgendwie trivial, weil die alle diagonalen Elemente gleich sind, nämlich Sigma Quadrat. Könnten Sie also sagen, ist ja jetzt nicht wirklich eine Diagonalmatrix, ist eigentlich nur ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix, was richtig ist. Anderes Beispiel ist folgende: Sigma 1 Quadrat
Sigma 2 Quadrat auf den Diagonalen und sonst 0. Das wäre also die Kovarianzmatrix einer bivariaten Normalverteilung. Mit den Varianzen Sigma 1 Quadrat, Sigma 2 Quadrat und der Korrelation 0. Aber soweit ich weiß, wird sich an der Stelle auch nicht auf Diagonalen setzen. Einfach nur das Konzept verstanden haben, was es ist. Und also die Definition ist ja auch einfach nur eine Matrix heißt, eine Matrix D heißt Diagonalmatrix, wenn das und das erfüllt ist. Ja. Oh. Also das ist halt wirklich eine sehr kleine Definition. Ich glaube, die Definition wurde zu dem Zweck eingeführt, dass wir halt bei dieser Matrix hier, also diese Matrix kommt häufiger vor. Das ist die Kovarianzmatrix des allgemeinen linearen Modells. Varianzparameter Sigma Quadrat mal n-dimensionale Einheitsmatrix. Und das ist die Kovarianzmatrix in der Datenverteilung des allgemeinen linearen Modells. Ich glaube, das ist die sphärische Kovarianzmatrix. Ist ein Beispiel für eine sphärische Kovarianzmatrix. Ja. Genau. Und ich denke mal, diese Definition der Diagonalmatrix wurde hier eingeführt, um gewisse Rechenregeln hinzuschreiben. Zum Beispiel, dass die Determinante einer Diagonalmatrix das Produkt der Einträge auf der Diagonalen ist. Und daraus ergibt sich dann, dass die Determinante dieser Matrix Sigma Quadrat hoch n ist, weil Sigma Quadrat n mal auf der Diagonale auftaucht. Und wir haben in Abschnitten, ich würde sagen Einheiten 5 und 6, diverse Herleitungen vorgenommen, an denen wir uns auf diese Eigenschaften von Diagonalmatrizen bezogen haben. Ja. Bitte. Ich würde fragen, ob wir jetzt doch nochmal eine Designmatrizform durchgehen können. Ja, klar, gerne. Zum Beispiel von der Varianz-Analyse mit Interaktion, also Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man da ja wirklich alle Aspekte der Designmatrix. Genau, und ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, was die einzelnen Aspekte jetzt sagen. Moment. Ich gehe mal hier zurecht, damit ich besser hinzugehe. Kovarianzanalyse. Das wäre dann, Sie haben eine Selbstkontrollfrage genannt. Also das ist die Nummer 9. Geben Sie die Designmatrixform des Modells der einfaktoriellen Kovarianzanalyse mit Interaktion an. Ah ja, okay. Wir merken es mal, i Anzahl der Gruppen gleich 2 ja. Und Einträge pro Gruppe 3. Ja. Also hier steht jetzt die Designmatrixform für den allgemeinen Fall, für eine beliebige Anzahl Gruppen i und für die Anzahl der Beobachtungen in den Gruppen ni. Und dafür müssen wir jetzt den Spezialfall aufschreiben. So, ich schreibe das hier nochmal an. I ist gleich 2. Das heißt, wir haben es mit zwei Gruppen zu tun oder einem Faktor, der 2 Level hat. Und das heißt auch, dass wir 2 NIs haben, nämlich N1 und N2. Und die sollten hier beide 3 sein, glaube ich. Ja? Ja. So, jetzt schauen wir uns mal die Designmatrix an. Was sehen wir? Wir sehen, die erste Spalte ist vollständig 1. Das ist also der Regressor, der die Referenzgruppe modelliert, ja? Oder das Baseline-Niveau an beobachteten Daten, von dem aus wir starten. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach hier mal 1 weg. Warum habe ich jetzt hier 6 Einzelnen hingeschrieben? Ja? Ja, weil wir haben 2 Gruppen und die N sind ja 3, also 2 mal 3. 6. Richtig. Hier steht, wie groß unser N ist. Die Designmatrix ist immer N mal P. N ist die Summe aller NI. Das ist in unserem Fall N1 plus N2 ist gleich 6. Ja, das ist noch die Folie mit den Typos.
Ja. Ah, nee, doch nicht. Sind schon mal, ne? Ich glaube, da ist korrekt und hier ist noch falsch. Okay, das erkläre ich gleich nochmal. So, jetzt haben wir weitere Regressoren, die so Kombinationen aus Nullen und Einsen sind. Und davon haben wir so viele, wie wir Gruppen haben. Ja? Weil wir haben hier die Effektparameter Alpha 2 bis Alpha i. In unserem Fall ist i, also groß i, gleich 2. Das heißt, bei uns geht es nur bis Alpha 2. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Regressor einfügen, der den zusätzlichen Effekt im Erwartungswert für Gruppe 2 moduliert. Wie lautet dieser Regressor? Also wir haben jetzt hier einen Regressor, der für alle 1 ist. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Regressor, der mal 0, mal 1 ist, je nachdem, ob gerade Gruppe 2 aktiv ist. Ich glaube, das ist 7. Ja, bitte. Wäre das Alpha 2? Alpha 2 wäre dann der Eintrag, der dazugehörige Eintrag im Beta-Parameter. Das schreibe ich jetzt hier auch mal einfach hin. Also bisher haben wir jetzt μ0. Ja? μ0 entspricht diesem Regressor, weil μ0 für jede Beobachtung Teil der additiven Summe ist. Jetzt kommt hier der Parameter Alpha 2. Mit welchem Regressor wird er multipliziert? Ja? 3 mal 0 und 3 mal 1. Richtig. 3 mal 0, 3 mal 1. Wollen Sie nochmal erklären, wieso? Und jetzt praktisch das zweite auswählen. Die ersten drei stehen für die erste i. Ja. Ja. Genau. Also es hilft vielleicht, wenn man sich hier an der Stelle auch nochmal den Datenvektor daneben schreibt. Ja? Ich mache das mal hier. Der Datenvektor hat natürlich genauso viele Zeilen wie die Designmatrix. Und der wird hier angegeben als y11. Bis y1n1, also alle Einträge der ersten Gruppe, und das für alle Gruppen. Also schreibe ich das jetzt mal auf. Das wäre also y11, y12, y13. Das wären die Datenpunkte der ersten Gruppe. Dann y21, y22, y23. Das wären die Datenpunkte der zweiten Gruppe. Und hier sieht man jetzt, dass sich eben dieser zweite Regressor, den wir eingefügt haben, auf diese drei Datenpunkte bezieht. Ja, das heißt, für diese drei Datenpunkte wollen wir noch etwas dazu addieren, nämlich Alpha 2, um den Erwartungswert dieser Gruppe zu unterscheiden von dem, was die erste Gruppe bekommt, nämlich nur μ0. Okay, wie geht es jetzt weiter in der Designmatrix? Wir haben jetzt hier den ersten Teil abgearbeitet, aller Regressoren, die aus Nullen und Einsen bestehen. Wir haben also jetzt groß i-Regressoren, in unserem Fall i gleich 2. Und jetzt kommen nochmal dieselbe Anzahl Regressoren, in denen die Werte der Kovariate drin stehen. So, die Werte der Kovariate sind genauso benannt wie die Datenpunkte, was die Indizes betrifft. Das heißt, wir haben hier unsere yij und jetzt kommen hier unsere xij hin. x11, x12, x13, x21, x22, x23. So. Das heißt also, wir schreiben entsprechend der allgemeinen Designmatrixform einmal die Werte der Kovariate für alle Beobachtungen auf. X ist hier die Variable, von der wir annehmen, dass sie über die Gruppenzugehörigkeit hinaus auch noch einen Effekt auf die beobachteten Datenpunkte hat. Also das könnte zum Beispiel sein, das war das Beispiel in der Vorlesung, Digitalaffinität oder Dauer der Symptomatik oder Alter bei Start der Therapie, solche Dinge. Ja? Also alles, von dem wir annehmen, dass es über die Gruppenzugehörigkeit hinaus auch noch das Messergebnis beeinflusst. Gut, wenn die Designmatrix, der Parameter, der Eintrag des Beta-Parameters, der zu dieser dritten Spalte der Designmatrix dazugehört, heißt Beta 0. Der ist also in gewisser Weise analog zu diesem μ0. Ja? μ0 modelliert den
Grunderwartungswertparameter für alle und Beta 0 modelliert den Grundeffekt der Kovariante für alle. Wenn ich jetzt hier die Designmatrix schließen würde, welches Modell wäre das dann? Ja? Das additive Interaktion. Richtig, das wäre die additive, einfaktorielle Kovarianzanalyse. Einfaktoriell, weil wir hier die Zugehörigkeit zur Gruppe modellieren und additiv, weil wir einen additiven Einfluss der Kovariante annehmen. Sie hatten jetzt gefragt nach einfaktorieller Kovarianzanalyse mit Interaktion. Das steht hier und wir sehen, dass es weitere Regressoren gibt, die teilweise Nullen beinhalten und teilweise Einträge, Werte der Kovariante. Wenn Sie das jetzt analog zu dem zweiten Regressor hier fortsetzen, wie müsste dann der vierte Regressor lauten? Ja, wollen Sie sich durchringen, die Antwort zu geben? Gamma 2. Bitte? Gamma 2. Gamma 2. Ach so, nee, Sie reden schon wieder von dem Eintrag des Beta-Parameter. Das ist auch gut, den schreibe ich auch auf. Der ist Gamma 2, richtig. Aber wie heißt diese Spalte hier lauten? Das war meine Frage. Wenn Sie jetzt diese allgemeine Designmatrixform auf unseren Spielzeugmodellfall übertragen. Ja? Also müssen die ersten drei wieder eine Null sein und dann die anderen drei X. Ja? Sie können es ja hier ablesen. In den weiteren Regressoren steht dann immer die Kovariante, die zur selben Gruppe gehört. Also hier beispielsweise x21 bis x2n2. Ja, hier. Das ist so gewesen, Alter. Bitte? Ich kann es mir nicht so gut erklären. Es tut mir leid. Vielleicht auch an mir. Das ist ein bisschen klein. Nee, das liegt auch daran, dass das so eine riesige Formel ist. Und aber vielleicht sollen wir die vom Browser aufmachen, dann ist da nicht der Typo unten drin. Ach so, ja, das stimmt. Dann muss ich noch. Ja, das können wir gerne noch machen. Also ich schreibe das mal hin in jeden Regressor. Der ist 0, 0, 0. Und dann x21, x22, x23. Wir wiederholen hier also für die zweite Gruppe nochmal die Einträge der Kovariante für die zweite Gruppe, um einen zusätzlichen Effekt der Kovariante auf die Einträge der zweiten Gruppe zu modellieren. Ja? Das ergibt deshalb Sinn, weil wir hier eine Matrixmultiplikation durchführen. X ist 6 mal 4, Beta ist 4 mal 1. Das Ganze ergibt also einen 6 mal 1 Vektor. Und wenn wir jetzt mal den Eintrag 6 dieses Vektors betrachten, hätten wir hier 1 mal 0, 0 plus 1 mal Alpha 2 plus x 2, 3 mal Beta 0 plus x 2, 3 mal Gamma 2. Ja, das heißt also, der Erwartungswert für den Datenpunkt y 2, 3 wäre dann 0 plus Alpha 2 plus Beta 0 plus Gamma 2 in Klammern mal x 2, 3. Wohingegen die Einträge der ersten Gruppe hier nur Beta 0 abbekommen. Ja? Auf diese Weise modellieren wir die Interaktion der Kovariate mit den Gruppen. Ja, bitte. Also ich glaube, was dabei wirklich helfen könnte, das würde ich so als Tipp mit nach Hause geben, ist einmal dieses Spielzeugmodell zu nehmen und für jeden einzelnen Datenpunkt, also jeden dieser Y-Werte, das einmal so aufzuschreiben. Und das nächste, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, was vielleicht so eine Ursache für Verwirrung sein könnte an dieser Stelle, ist die Art, wie wir die Datenpunkte und die Kovariate indizieren. Die Indizes geben Informationen darüber, in welcher Gruppe dieser Datenpunkt ist, also der erste Index, i, und Informationen darüber, der wievielte Datenpunkt in der Gruppe das ist. Das sind aber unterschiedliche Werte, also jedes dieser einzelnen Werte ist unique, also man könnte auch genauso gut einfach nur einen Index nehmen und das einmal durchnummerieren. Also der erste Gedanke, der mir dazu kommt, und das zweite an dieser Stelle, das hier und das ist der gleiche Wert. Also es ist jetzt nicht, das ist nicht nur eine Kovariante, das ist die gleiche Kovariante,
deswegen kann man es auch hier zusammenfassen in der Klammer. So als Hinweis zu den Indizes, weil das vielleicht besonders sein könnte. Ja, man könnte X auch genauso gut durchnummerieren, aber die Indizierung gibt halt mehr Informationen über die Gruppenzugehörigkeit. Ja. Ja, dann noch der Typo, von dem du schon gesprochen hattest. Also hier, das bezieht sich jetzt hier auf die letzte Zeile. Da steht also NI. INI. Der Index INI bedeutet letzter Eintrag aus der ITEN-Gruppe. Auf den Folien, die ich eben offen hatte, stand dann noch N2. Das war also ein Fehler, der jetzt in der aktuellen Form, in der aktuellen Version der Folien korrigiert ist. Bei beiden Titeln. Ja. Okay. Und was wir jetzt gemacht haben mit der Lösung dieser Selbstkontrollfrage, ist quasi hier, dass wir diese Matrix aufgeschrieben haben, ne? Die hier jetzt in Gleichung 25 zu sehen ist. Nur halt für den Spezialfall, dass es nur 3 Datenpunkte pro Gruppe gibt. Deshalb sieht die hier, was wir jetzt an der Tafel zu stehen haben, sehr ähnlich aus zu dem, was hier steht. Okay, dann wechsle ich mal wieder in. Ist noch eine Frage zu dem? Ja, ich habe es auf jeden Fall gesagt, ich habe es nicht verstanden. Erstmal, warum können wir Beta 0 plus Gamma 2 in der Klammer zusammenfassen? Okay. Also das ist das Gleiche, wie wenn ich hier einfach stehen würde, so wie ihr das kennt mit dem gleichen System. Alpha 2 plus das mal das. Plus das mal das. Das mal das. Also die vierte Zeile mal die vierte Spalte. Und das ist dann quasi einfach ausgeklammert. Okay. Ja, ich neige manchmal dazu, irgendwie einen Schritt zu überspringen, weil ich dann schreibfaul bin. Also alles, was jetzt hier gemacht wurde, ist quasi das gesamte Matrixprodukt auszumultiplizieren oder zumindest die eine Zeile und dann x23 auszuklammern. Ja. Und das, was in der Klammer steht, ist dann auch das gruppenspezifische, also der gruppenspezifische Steigungsparameter. Deswegen macht das vielleicht dann auch irgendwie Sinn. Das zusammenzufassen. Also ich verstehe, was Sie meinen. Sie müssen natürlich, ich glaube, es gibt eine Selbstkontrollfrage, die lautet, geben Sie das Theorem zur Designmatrixform, bla 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 wieder. Ja. Und da, also Sie müssen ja auch, um diese Frage zu lösen, die allgemeine Form kennen. Aber es ist richtig, dass wir jetzt keine Multiple-Choice-Frage haben werden, in der ich hier 4 riesige Designmatrizen zu stehen habe, die sich dann an einer winzigen Stelle unterscheiden, weil das würde einfach den Platz sprengen, vermute ich mal. Aber Ihre Fragestellungen sind ja, wenn ich das jetzt trotzdem ganz verstanden habe, eigentlich komplett anders, weil er hat eigentlich nur gefragt, was trifft zu und Sie wollen schon, dass wir das anwenden. Deswegen ist es trotzdem eine gute Übung, oder? Ja, es ist definitiv eine gute Übung. Also wenn Sie fertig sind mit Lernen, sollten Sie sich vielleicht einen Tag vor der Klausur nochmal hinsetzen und ohne
die Lösungen anzuschauen, mal so Altklausuren lösen. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil immer in den PDFs schon alles markiert ist, ja, was die richtige Lösung ist. Das Grüne kann man gut wegmachen, aber dieses Fettgedruckte nicht. Aber ich glaube, es ging, wenn man jetzt alles einmal durchkopiert, dann wird das Grüne nicht übernommen, weil es dann eine PDF-Markierung ist. Ah, das war letztes Jahr schon. Okay, Sie könnten sich das irgendwo anders reinkopieren. Ja. Dann nochmal. Ah, dann können wir die aktuellen Sachen dann auch einmal ohne Lösung hochladen. Was meinst du mit der aktuellen Sache? Also jetzt nach diesem Semester dann, also nicht. Ja, 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 stimmt. Genau, das ist definitiv eine gute Vorbereitung. Und also die Art der Fragestellung ist jetzt nicht komplett verschieden. Es gibt auch dieses Jahr Fragen der Form, welche Aussage trifft zu. Und Sie müssen das auch ein bisschen aus Dozentenperspektive betrachten. Ja? Es ist äußerst schwierig, sich Multiple-Choice-Antworten auszudenken, die falsch sind, aber richtig klingen. Deshalb ist es häufig so, das haben Sie sicherlich in anderen Fächern auch schon erlebt, dass Multiple-Choice-Fragen so gestrickt sind, welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu. Dann muss man sich nämlich nur eine überlegen, die falsch ist, aber richtig klingt. Ja? Und das ist dann häufig ein bisschen einfacher, sich solche Fragen zu überlegen. Das heißt aber nicht, dass Sie einfach irgendwie alle Sätze, die auf den Folien stehen, auswendig lernen sollten. Und dann werden Sie schon wissen, der Satz, den ich nicht im Kopf habe, das muss ja dann der richtige sein, weil die Aussage trifft nichts. Sie müssen schon beim Beantworten dieser Fragen auch nachdenken. Und das sind ja dann die Fragestellung von Professor Oswald, wenn es dann darum geht, trifft es zu oder trifft nicht zu, das ist ja die gleiche Überlegung, die dem zugrunde liegt, wie wenn man jetzt eine zutreffende auswählen muss. Das ist ja der gleiche Denkprozess. Stimmt das oder stimmt das nicht, was da steht? Ja, aber also ich würde schon trotzdem sagen, es würde immer trotzdem einen Unterschied. Würde ich schon sagen, als wenn man jetzt beispielsweise nach der Inversen fragt, so wäre, was ist die Inverse, und dann muss man bloß die Definition, die man auswendig gelernt hat, anklicken, oder sie sagen, geben uns eine Matrix und sagen, welche von den uns angegebenen ist dann die Inverse dieser Matrix. Ja. Ist natürlich was anderes. Mhm. Aber natürlich so ein großer Unterschied ist es nicht. War auch einmal eine Frage. Auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Ja, also 10 Minuten haben wir noch, falls Sie noch neugierig sind. Bisher gar keine Fragen, wenn ich das richtig sehe, zu Modell, also zu den ganzen Theorieteilen im Grunde genommen. Modellformulierung, Parameterschätzung, T-Statistiken, F-Statistiken. Das haben Sie verstanden. Ich darf also davon ausgehen, dass das Ihnen klar ist. Okay. Ja, das ist ja auch alles klar. Also, da kommen ja noch nicht diese komplizierten Indizes immer ins Spiel, wenn man I, J, K und so weiter hat. Insofern ist das natürlich einfacher zu verstehen. Ja? Ich fand in der letzten Klausur war häufig eben auch von der Frage, also die Fragenformulierung hat sich auch auf Ergebnisräume und Co. bezogen. Ja. Und sehr Definition von, also noch viel noch vor der eigentlichen Definition praktisch, was man da vor ihm definiert. Ach so. Die Abbildung und Co. Verstehe. Ich weiß nicht, wie anwendungsrelevant solche Aussagen sind. Also ich glaube, sie bilden eine gute Grundlage, um das ganze Theorem oder die ganze Definition zu verstehen, aber wie sehr legen Sie da Wert drauf? In Bezug auf die Dimensionalität. Also bei Matrizen bestimmt relevant. Ja. Ja, also das ist wichtig, klar. Das ist ja oft eine Voraussetzung für eine Definition, oder eine Definition beginnt oft mit dem Satz, x sei ein n-dimensionaler
Zufallsvektor. Und in dem Sinne sollten Sie wissen, dass eine multivariate Normalverteilung immer auf einem n-dimensionalen Zufallsvektor definiert ist, ansonsten ergibt das keinen Sinn. Was für die Theorieeinheiten auch wichtig ist, würde ich sagen, ist, wie Zufallsvariablen, also diese verschiedenen Verteilungen definiert sind. Also Sie sollten wissen, was ist eine univariate normalverteilte Zufallsvariable, was ist eine multivariate Normalverteilung, was ist eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable, was ist eine T-Zufallsvariable, was ist eine F-Zufallsvariable. Das sind ja eigentlich Dinge, die sehr leicht sind, weil die immer wieder aufeinander aufbauen. Und im Grunde genommen braucht man nur bei den Normalverteilungen die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion kennen. Ja, was die anderen Verteilungen betrifft, ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion immer sehr komplex und im Prinzip nicht wichtig. Also zumindest nicht wichtig in der Hinsicht, dass Sie sie auswendig lernen sollen. Wissen Sie denn, was eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable ist? Noch nicht? Nächste Woche für mich. Sie wollen es wissen, oder? Wer kann helfen oder wer kann sagen, was eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable ist? Ja? War das nicht Z durch Wurzel aus U durch N? Na, da sind Sie schon bei der T-Zufallsvariable. Wie haben wir die immer genannt? Ich glaube, Moment, ich kann mal. Sie haben auch einen Vorschlag? Das hier, x, ist gleich Summe über alle zi Quadrat, ist eine chi Quadrat Zufallsvariable unter welcher Bedingung? Ja? Standardformalverteilung. Richtig, alle zi sind standardnormalverteilt. Univariat, normalverteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert 1, und, Erwartungswert 0 und Varianz 1. Wir können ja gleich mal weitermachen. Wie ist denn eine T-Zufallsvariable definiert? Ja? U1 durch N1 und das bei U2 durch N2? Da sind jetzt gleich bei der F-Verteilung. Ja? Z durch die Wurzel U durch F. Richtig. Wobei Z und U was sind? Von was? Von einer F-Verteilung. Spielt ja frei, zufällig. Schon. Ja, und was hier ist die Quadratverteilung? Ja, richtig. Und was ist Z? Richtig, ist eine Art wieder Standard-Normalverteilung, was auch manchmal Z-Zufallsvariable genannt wurde, glaube ich. Ja? Das ist richtig. Okay, jetzt fehlt nur noch F. Die Nicht-Zentralen lassen wir jetzt mal weg. Das wollten Sie sagen, glaube ich. Ja, U1 durch N1 und beides dann durch U2 durch N2. Richtig. Wobei U1 und U2 was sind? Das sind also X und Quadrat. Und N1 und N2 sind beides Freiheitsparameter. Richtig. Also eigentlich gar nicht so viel, was man wissen muss. Damit hat man fast die ganzen Sitzungen 6, 7 und 8 Intus. Ja? Aber bei der, ich glaube, es war die T-Statistik, also Vorlesung 9 war das dann, glaube ich. Da hatten wir, da wurde ja dann T auch anders berechnet mit, wie war das nochmal, ich glaube, Wurzel N1 durch, N1 und N2 durch N1 plus N2. Jetzt T-Tests. Also das war die T-Tests, aber das wird trotzdem mit groß T abgekürzt, weil das verwirrt mich. Aber von was sprichst du jetzt, T-Test oder T-Zufallsvariable? Ich glaube, es geht um den zwei Stichproben T-Test, oder? Ja, ich glaube schon. Aber es wird halt beides mit groß T abgekürzt und das hat mich schon die ganze Zeit verwirrt.
warum man das so die ganze Zeit so macht. Also ich verstehe schon irgendwie warum. Die haben ja was miteinander zu tun, aber das ist trotzdem sehr problematisch. Ja, irgendwann gehen einem halt die Symbole aus, ja? Das wollte ich auch gerade sagen. Sie ja, meinen das jetzt hier, ja? Genau, das passt mal, ja. Und welche beiden Dinge werden mit T bezeichnet? Die T-Teststatistik und die T-Zufallsvariante. Ach so, ja. Ja, okay, klar. Also, ich sag mal so, ich könnte hier auch. Also, alle, die ein bisschen Angst haben vor der Klausur, machen jetzt bitte mal die Augen zu. Und alle anderen vergessen das bitte danach auch wieder. Ich kann ja hier auch A, B und C schreiben. Ja, das ist das eine Chi-Quadrat und das eine T-Zufallsvariante und das eine F-Zufallsvariante. Jetzt wieder Augen aufmachen. Also man könnte halt irgendwelche anderen Buchstaben nehmen, aber es macht Sinn, dann zumindest die gleichen zu nehmen für die gleiche Verteilung, also die der Verteilung irgendwie zugehören. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sich wünschen, dass man für die Teststatistik des Zwei-Stichproben-T-Tests und vielleicht auch des Ein-Stichproben-T-Tests nochmal ein separates Symbol einführt, irgendwie T1 oder T2 oder sowas, ja? Wäre tatsächlich sehr schön. Ja. Gut, also können wir so weitergeben. Wir waren ja eigentlich dabei, eher mehr Subskripte rauszunehmen als... Ja, genau. Ja. Man muss immer so ein bisschen den Kompromiss finden zwischen so einem Notationsurwald und der Eindeutigkeit. Also absolute Eindeutigkeit ist nicht möglich. Ja. Sehen Sie hier auch daran, dass wir Delta als Nicht-Zentralitätsparameter verwenden, obwohl das letzte Semester die Konfidenzbedingung war. Ja. Tut mir leid. Also aber sowas wird in der Aufgabenstellung dann spezifiziert sein, auf was damit gemeint ist. Ja. Bei Delta, ist auch sehr gut. Da wurde auch manchmal bei Delta dann auch, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwann haben sie auch hingeschrieben, Delta sei definiert als der Erwartungswertparameter. Das war eigentlich immer müde, warum auch immer bei Delta stand. Sie haben mich sehr verwirrt. Ja, wir haben halt nur die lateinischen Griechen, vielleicht müssen wir das chinesische Zeichen eindrängen. Das liegt dann daran, dass es halt später zu dem Nicht-Zentralitätsparameter der resultierenden Verteilung wird. Ich denke mal, Sie beziehen sich auf nicht-zentrale T- und nicht-zentrale F-Verteilung. Ja. So, das, was ich verwirrender finde, ist das Beta-0-Ding. Ja, das Beta-0 ist auch schlimm. Weil Beta-0 ist ja einmal der Null-Parameter für die T-Statistik und einmal ein Komponente des Beta-Parameter-Vektors in einfache lineare Regression und multiple lineare Regression und ich glaube auch. Und Kovarianz. Haben Sie dazu noch Fragen? Gibt es da Dinge, die Sie vielleicht befürchten, durcheinander zu bringen? Ich habe das gestern tatsächlich auch nochmal. Ja, schön. Kann ich erstmal dahin erstmal fragen? Was war die Frage? Ja, ein bisschen lauter bitte. Also im Grunde genommen sind das Rezepte. Ja? Sie wissen, was eine normalverteilte Zufallsvariable ist. Und Sie wissen auch, was eine Standard-Normalverteilte Zufallsvariable ist. Und die Definition besagt jetzt, nimm eine Anzahl n Standard-Normalverteilter Zufallsvariable, quadriere sie und summiere sie auf. Dann nennen wir das, was dabei rauskommt, eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Das ist alles. Und warum führen wir diese Definition ein? Naja, im Rahmen des allgemeinen linearen Modells stoßen wir halt auf solche Terme. Und weil wir auf solche Terme stoßen, müssen wir wissen, wie diese Zufallsvariablen verteilt sind. Und deshalb führen wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür ein. Aber das beantwortet die Frage nicht, oder? Ja. Ja. Also verstehen Sie das wirklich als mechanistische Vorschrift? Ja? Sie können das auch in R mit einem Zufallszahlengenerator sich nachvollziehen, indem Sie halt einfach Zufallszahlen entsprechend einer bestimmten Verteilung hier der Standard-Normalverteilung simulieren, damit ein bisschen rumspielen, dann erhalten Sie Chi-Quadrat Zufallsvariable. Und wenn Sie dann mit dem wiederum ein bisschen rumspielen, erhalten Sie F Zufallsvariable und so weiter und so fort. Und wenn Sie dann so ein Histogramm der Werte, die Sie erhalten, plotten würden, dann würden Sie halt die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen approximieren. Das geht aber, gibt es nicht dann, dass die Winde, dass die dann nochmal verfolgen?
hier steht jetzt ZU Quadrat. Ja. Aber es gibt auch Fälle, naja, das ist dann das Theorem für die. Das wird dann hier erst mal. Ja. Da sind diese gelichtete Summen von einer Partei. Gut. Wenn, also wir sind jetzt über die Zeit. Wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, dann wären wir für heute fertig. Dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute für die letzte Woche Klausurvorbereitung. Dankeschön.